Let's go, Chat. Okay, was würde ich gerne spielen? Ich würde gerne spielen TF oder Legendaries oder Samira oder Riven oder Ashwell oder MF oder Lulu oder Kate. Wobei Kate noch sich nicht hier. Oder Ahri wurde aber auch genervt. Oder Karthus, Viego, Karthus, Akali oder Jinx. Ja, irgendwie sowas, ne? Also alle Comps. Muss lernen, schnell zu erkennen, was ich spielen kann oder nicht. Stage 1, 2 soll ich das Game achten, mal ausnahmsweise. Schon noch ein letztes Mal Chat. Neue Patches auf dem Test-Server draußen, ja? Fuchs. Live-Server erst nächste Woche Dienstag. Ich zähle lieber auf, was nicht spielen willst, weil ich will alles spielen können, aber nur alles lernen. Oh, das wird schwierig. Also, Optimalfall habe ich irgendwie so einen Gameplan. Irgendwie vier Comps, um die ich herumspielen kann. Gebe ich auch mal als Tipp an euch, aber schauen, ob das möglich ist. The completed item. Ich habe Ken, ich habe Yone und Lulu. Stun Damage genervt, ne? Wir können Dingens mitnehmen. Haben wir sehr gut. Das heißt, ich kriege in 1-4 dann. Und Kragas auch mitnehmen eigentlich. Kragas, Olaf. Okay. Das erste, was ich habe gemacht. Ich krieg in 2, 2, 3, richtig? 2, 3. Ich habe jetzt Angst. 1, 4, 2, 2, 3, 2, 3. 2, 3 krieg ich den nächsten. Das heißt, 2, 2, Level 5 wäre auch okay, vielleicht. Aber wenn ich Nami habe, behalte ich die wahrscheinlich. Psst. Eine Weile. Nami 2 und wahrscheinlich nicht Lustig. Ich habe auch mein Item noch gar nicht geprockt, ne? Die Artefakt Ende. Ich glaube, das ist okay. Verstehe hier, verstehe ich. Rageblade hier, Rageblade. Sunfire Ken vielleicht, oder der ist 2 Range. Oh. Sunfire Montier kann ich Item hier machen, ne? Ja, das Tipp kann ich dir geben. Nimm einfach. Ja, doch, so dank der PMs da, danke auch für 32 Monate. Wenn dir Frontend fehlt, einfach irgendeinen Frontline-Headliner nehmen. Ja, die sind meistens gut für jede Kombo, weil. Am Anfang ist Frontline wichtiger. Regelfall. Du hast bereits Frontline, dann kannst du auch gut so Damage nehmen. Backliner, ne? Disco, da Disco ist ganz gut. Ja, und dann kannst du in 2-3 oder 2-5 dann meistens deinen nächsten holen. Kann ich hier 5 geben? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kann ich leider nicht, ne? Also du musst halt immer darauf achten, dass du genügend Frontline hast, ne? Ohne Frontline kannst du nichts machen am Anfang. So, das heißt, wenn dein zweiter Headliner, du bekommst 2, 3, 2, 5 meistens, zum Beispiel Damage ist, aber nicht genug Front hast, dann musst du vielleicht einfach deinen Frontline-Headliner behalten. Sieht ein bisschen kompliziert an, als es ist, glaube ich, aber ja. So, ich könnte leider nicht 5 gehen, deshalb habe ich auch keinen weiteren Crowd-Diver, keine hohe Chance für Level Tier 2 Headliner. Und Dinges möchte ich auch gar nicht reintun. Army, bei Disco sehr gut. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hab 10 Gold, ne? Hab 10 Gold. 10 Gold. Ich habe halt auch keinen Dazzler leider. Rein tun kann. Ist Level 5 bereits. Level 5. Kann nichts machen, ne? Ich hab gar nichts, weil ich Level 5 spielen kann. Ich habe Rageback gebaut. Was können wir gehen? TF, wenn ich kann. Stimmt, TF, wenn ich kann. Ich brauche Archangel. Ich brauche Archangel. Ah ne, ich hatte Archangel oder Rageblade. Ich nehme Archangel mit, sind wir, glaube ich, ein bisschen flexibler. Ich spiele einfach das erste, was ich habe. Jetzt am leichtesten vielleicht einfach. Ich bin Second Pick. Ich glaube, Archangel mitnehmen. Mal kurz gucken, was meine Gegner haben. So, Tam. Tark, Aphilos 2. Jinx 2, Tahm 2, Taric 2, also Taric 2, Headliner Taric halt, Yasuo. Ja, yo, ich denke, Yone und Riven sind immer noch stark. Mal gucken, Riven wurde halt nochmal genervt. Kann ich irgendwas anderes spielen hier? Lulu vielleicht raus, mit Lulu 3-6. Ein Dazzler leider. Mit einem Guardian. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier das schwierigste Set bisher gewesen ist.
Aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Dementsprechend, ne? Also, ja, nicht demotivieren lassen. Wenn der Anfang ein bisschen schwieriger ist, ist auch normal am Anfang der Season. Und wie gesagt, am Anfang Headliner mitnehmen halt Stage 1-3, 1-4 oder eigentlich 2-1 auch. Wenigstens. Sekunde. Und dann, damit du dann 2-3, 2-5 nächsten bekommst. Und wie gesagt, Frontline ist wichtiger als Backline. Also wenn du dein wenn du kein Headliner hast, oder wenn du deinen Headliner später austauschst, solltest du schon gucken, dass du immer genügend Frontline hast, ne? Du hast zum Beispiel, du hast nur Damage, kriegst dann noch ein Headliner-Damage-Dingens, dann, ja, gleich weiter auf. du hast deinen Carry doppelt TF schon, kriegst noch Headliner-TF, die fehlt aber noch komplette Frontline, dann einfach weiterrollen. Wenn du Double TF hast, kriegst du TF2 wahrscheinlich so, dann kannst du noch Blitzcrank oder so finden. Also, 6-2 oder Fresh 2 oder so, ne? Wer ist noch hier? Tier Epic Tank. Blitz, Trash, Zack. Schwierigste Part wird wahrscheinlich Midgame sein. So Level 7, 8 erreichst und dann deine Comp wechselt. Muss dann, ja. Theoretisch eigentlich auch scouten. Gucken, wie viele Units wechseln, ne? Ist schon kompliziert mit einigen der Sonderregeln. Ist schon ein bisschen komplizierter. Weil das Ding ist, wenn noch mehr als die Hälfte der Twisted Fates draußen sind, dann kann ich zum Beispiel kein Headliner Twisted Fates sehen. Also ich muss das davor wissen, bevor ich kontrolle. Das Problem ist dann auch noch, wenn die Units bei den einen dann im Shop sind zum Beispiel, das kann ich dann gar nicht sehen. Dann weiß ich gar nicht, also ob ich hitten kann oder nicht. Und so. Bisschen kompliziert. Also wenn die schon solche Sonderregeln reinmachen müssen, dann merkt man schon, das Set hat direkt durch die Mechanik Probleme gehabt. Ja. Set 10, mal gut. Set 10 ist an sich ganz cool. Mal gucken, hält deine Mechanik. Ist kompliziert. Muss man auf jeden Fall ein bisschen üben. Also Liams, ich will jetzt auch nicht zu negativ sein. Yo, Ferrier, ist schwierig, ja. Schwierig, ja. Mal gucken. Ja. Alles Frage der Übung. Scheiße. Scheiße. Belt? Ein Belt auch Tank der Mann, ne? Selber auch. So, Glove ist hauptsächlich Jeweled Gauntlet. Ich hab bisher noch keinen Rod bekommen. Ich hab Ragebat aus Anvil, aus der Region. Und Archangel habe ich aus dem zweiten Karussell. Das heißt, ich könnte Guardbreaker bauen. Ich wollte. Er hat auch einen Windstreak, ne? Hat eigentlich nur Riven 1, ich fokussiere die Dreck. Ich hätte kurz chillen können, aber. Warum war das erste Mal, ich hab mal. Full Flex, also das ist Full Flex, aber. Full Flex, bis ich committed bin. Hallo Prince, hallo Arcel. Von damals schon keine Mechanik. Ja, wir mal gucken. Also. Guck mal was. Wie sieht Dingscom Bob aus? Wie sieht Luxcom Bob aus, Chat? So, hier ist ein Lux, die Sonde. Wäre TF gegangen, aber wie das, was ich hab, ne? Hab jetzt Lux bekommen. Ich hab kurz nicht aufgepasst. Jetzt habe ich kein Rageback gegeben. Wem hätte ich das gegeben, aber Lulu? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Level 2er, ne? Muss eigentlich nichts machen. Wird chillen. Ich hab Archangel auch. Ich würde gerne einen Spark hier vielleicht bauen. Rageback gebe ich hier. Rod wird vielleicht Gunbait oder so. Ich hab halt keinen Lux EDM, ne? Ich hab halt Lux Dazzler. Das Ding. Lux Dazzler ist potenziell eine andere Variation. Hallo, sag ich doch. Ja, mal gucken. Vielleicht spielen wir diese Runde. IDM.
Ein Dazzler halt, ne? Mal schauen. Das Kopieren bringt mir gar nichts. Ich mach ja gar kein IDM. Ja, wir müssen das hier nehmen. 545 HP, hört sich das nicht gut an? War es nicht mal weniger? Oh, weniger kann das sein. Ich habe auch keine Tank-Items so richtig. Nicht ganz sicher. Die Headliner crit schon richtig? Okay. Oh my life. Machen wir so. Durch Full Tank-Items jetzt einfach. Also ich gehe Level 8 und kann nichts reintun. Bruiser kann ich reintun. Mal schauen. Dran. Kann 6 mitnehmen. Boom, 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 boom. So IDM. Ups. Von nach vorne, ne? 6 muss auch rein. Steht aber leicht in. Der war leicht in. Gucken, vielleicht können wir 4 EDM spielen. Aber es ist leider Dazzler, ne? Sag ich doch. Ich probier mal aus. Ich kann mal EDM probieren mit. Ohne EDM-Dingsbums, ne? Ah, verkaufen wir Echo dann? Ich brauche Echo eigentlich für Frontline. Hallo Kalito, hallo Rocket. Und die Philos. Tolle Tipps in diesem Set, um Master zu kommen. Schon mal auf dem Testserver üben, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit der neuen Mechanik. Das, ja, insbesondere wenn du Set 9 viel gespielt hast davor. Und ja, Headliner mitnehmen, Stage 1-3, 1-4 optimal. Damit du dann 2-3, 2-5 den 9 bekommst, den du dann auswechseln kannst, wenn du willst. Und Tank-Headliners, also sowas wie Cannon, Xante, Lilia und sowas, sind sehr, sehr gut. Taric, ne, sind sehr, sehr gut, weil Early Game. Ne, nichts Neues. Die Set, die letzten Sets auch. Frontline ist meistens wichtiger als Damage. Und dann 2, 3, 2, 5 kriegst du einen neuen Headliner. Ne, kriegst du zum Beispiel einen Damage-Headliner, wie zum Beispiel, weiß ich, Aphilos. Aber du hast deine. Aber du hast schon bereits Damage-Dealer. Wie zum Beispiel. Rocky 2, dann noch Kaiser 1 und so. Du müsstest dafür auch deinen Tank-Headliner wechseln. Dann kannst du auch, ja, jetzt mal chillen. Also sollst schon aufpassen, ja, darauf achten, dass du genügend Frontline hast, Early Midgame insbesondere. Und wenn du, ja, wenn du levelst, behind bist, wenn du behind bist, kannst du leveln. Dein Headliner ist eine T1, ne, chosen, oder T1 Headliner. Dann kannst du einfach rollen und den auswechseln. Wieder Zixt, also. Six hat Dingens, ne? Frontline noch, rede. Oh, Frontline so hier. Nummer 6, quasi Attack Speed. Kann ich Yorick spielen? Kann Taric ausdrücken. Taric ausdrücken für Echo. Ich spiele 4 Dazzler, Blitz, Echo, TF. Blitz, Echo, TF, Gragas. Da 4 EDM. Mal probieren. Ja, ich probiere mal Lux 3 aus. Lux 3 aus. Echo für Taric. Lux 3 mit Dingens Dazzler. Hey, Dingens Sack mitnehmen. Richtige Plays wahrscheinlich einfach. TF 6 spielen. Scheiß auf Lux. Ja. Wahrscheinlich ist das der richtige Play. Ich habe auch Double 6 und so. Sehr, sehr gute Fragen. Ich beantworte die gleich nicht. Danke, der. Let's go, wir haben fast Lux 3. Wow.
viel EDM probieren, aber je mehr EDM, desto besser, ne? Desto. Oh, das verringert auch die, die Zeit, die sie brauchen zum Ulten. Crazy. Shout out 6. Ich spiel mal, ich tu mal so als. Ja. Nein, nein, ich sollte immer das Beste spielen, was ich habe eigentlich. Wahrscheinlich war es Lux verkaufen, ja. Lux verkaufen und dann du halt 6 TF von so Duo Carry. Das wird schon besser sein, aber noch eine Runde mal Lux spielen, aber ich glaube schon, dass der besser gewesen wäre. Doppelt 6 und sowas. Tank Items, ne? Dann geht dir Pink Watts. So, danke auch für 34. Mach mal so. Let's go. Level ich hier einfach auf, glaube ich. Kommen diese Doppel-Ultis zustande? IDM. Durch IDM macht man ihm jetzt alle Ulti von Lux, alle paar Sekunden. Die Lux selber kann ihre Ulti auch nochmal machen. Ich habe gehört, Z-IDM spielt man einfach potenziell mit Zack. Ja? Z-Items geben, aber Zack zum IDM-Sampler machen für CC. Habe ich gehört, aber weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht probiert. Zu viele Sachen. Shwisha macht Lux-Ulti. Ja. So, alle Stelzenläufer, moin Buja, alle Jap. Wenn man Superfan Akali-K spielt, was ist der beste Headliner? Und nimmt man, ja, du nimmst dann Karthus oder Akali, Headliner, egal wen. Als Executioner dann 4. Als KDA, dann 5 KDA, solche Sachen halt, ne? Hallo, Exo, mal Solo, ergibt es Sinn, die Lulu-Items auf Set zu geben? Exo, ja, du hast recht, ja. Das ist mein allererst TF-Game, wa? Allererst Lux-Game. Hast recht, ja. Ich soll die Items eigentlich denen geben. Danke dir. Exo, sorry. Sorry, Guys. Ich muss selber noch ein bisschen spielen. Ein bisschen lernen, ansonsten komme ich nie dazu. Sonst komme ich nie dazu, das zu lernen. Es gibt auch einen Trick. Man kann auch so machen. Man könnte auch so machen. Ja. Damit der Set stuck ist und nicht stirbt. Und dann halt trotzdem Laser macht. Das ist hilfreich, insbesondere wenn der Level 1 ist. Ne? Aber ich glaube, wenn der Level 2 ist, möchte ich schon, dass der nach vorne läuft. Weil irgendjemand muss auch tanken für mich hier. Ja. Okay, und ich muss halt auch Lux bewegen, richtig? Okay. Sorry, Guys. Ich schau mal kurz weiter. Also ich sag's, wie es ist. Legends waren scheiße. Ich denke, Set 10 wäre einfach besser ohne Headliner. Wahrscheinlich, also. Egal, am besten sag ich nicht mehr. Also wenn man 100 Sonderregeln braucht für eine Mechanik, dann heißt das, glaube ich, nichts Gutes an sich. Ah ja, gut. Sehen wir dann, ne? Ich sag mir jetzt nicht zu negativ sein. Aber das Set-Scene selber ist cool. Ach, die übertreiben es einfach mit der Mechanik immer. Keine Ahnung, man. Muss natürlich schauen, ob der Gegner das auch hat, wirklich, aber. Archangel einfach? Archangel. Scheiße. Okay. Ich musste gehen. Ja, okay, okay. Ich muss schneller werden. Ich muss dieses letzte Nanosekunde umstellen wieder lernen. Das hat ja immer Zephyr so verbuggt. Oh, Zephyr so gibt's noch, ne? Aber nur begrenzt. Ja. Es gibt so viele Spells, die einfach in die. Als zu der Einheit ulten, die am weitesten entfernt ist. Deswegen wäre schon gut, wenn das. Okay, Sekunde. Oh mein Gott, Lux in die Mitte, bitte. Rolling. Egal. Oh. Oh, actually? Okay, ich sehe es gerade. Also es wäre gut, meine Lux dahin zu stellen, wo ich den Squishy schneller snipen kann, damit ich dann direkt in die Mitte ulten kann, ne? Ja, das wäre auch sehr sinnvoll. Okay. Also wenn ich Lucian Ulti würde, der wird einfach beleben, der hat Lucian 2 BT. Ja. Gut zu wissen als Counter. Ich wollte eigentlich Lux in die Mitte tun.